Heute bei Wasserschloss zu Gast Stefan Buchner, der, kann man eigentlich noch sagen, neue Geschäftsführer oder auf jeden Fall aktuelle Geschäftsführer von Baden Galopp. Freue mich, dass du da bist. Hallo Markus, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich habe es ja gesagt, neue Geschäftsführer. Eigentlich kann man ja schon noch von neuen Geschäftsführern sprechen, gerade nach der Corona-Zeit ist ja jetzt doch alles wieder noch nicht so lange normal. Seit April 21 Geschäftsführer der Rennbahn. Erzähl mal, was hat sich seither alles getan? Was hat sich für dich verändert? Ich meine, wir werden auch natürlich zu deiner Person Ja. zu sprechen kommen, aber erzähl mal für dich, was sich da verändert hat und entwickelt hat, gerade in den letzten Jahr, 1,5 Jahre. Also ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass es die Rennbahn seit 1858 gibt, kann man schon noch sagen, neu. Ja. Also sind knapp 2 Jahre jetzt, am 1. April waren es 2 Jahre. Es hat sich viel verändert für mich natürlich. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt ja eigentlich in Mannheim. Aber jetzt ist es doch so, dass ich 4, 5 Tage die Woche eigentlich in Iffezheim bin. Habe auch ein kleines Apartment in Iffezheim, dass ich nicht immer hin und her fahren muss. Aber meine Familie ist halt in Mannheim, Klar. Tochter, Frau, Pferd. Insofern bin ich da schon noch am Pendeln. Und ansonsten hat sich natürlich auch beruflich das alles so ein bisschen verschoben, weil die Rennbahn an sich natürlich schon eine große Aufgabe ist und eigentlich ein Fulltime-Job. Und deswegen hat sich da schon einiges geändert seit April 21 bei mir. Ja. Und gerade in der Rennbahn hat sich da schon, gerade in der, ich meine, klar, es ist eigentlich trotzdem so gewohnt, wie man es jetzt als Außenstehender kennt, weitergelaufen mit den Veranstaltungen, unabhängig jetzt von Corona. Aber was hat sich jetzt da, ja? Ja, also wir haben jetzt nicht Pferderennen neu erfunden, das geht auch nicht, weil die Veranstaltungen sind natürlich so, wie sie sind. Möchte man auch nicht. Möchte man auch nicht, genau. Wir wollen ja auch diese Tradition bewahren und auch die Zuchtleistungsprüfungen, die wir da veranstalten, sind ja auch gesetzlich vorgeschrieben, deswegen machen wir es ja unter anderem auch. Okay. Wir haben natürlich am Anfang, als wir begonnen haben, im April 21, überhaupt nicht gewusst, wie das Jahr 21, 22 aussehen wird. Viele haben es ja schon verdrängt, vergessen. Es gab ja noch durchaus umfangreiche Corona-Beschränkungen. Wir wussten im Juli 21 noch nicht, wie wir im August 21 veranstalten dürfen, wie viele Zuschauer, unter welchen Hygienevoraussetzungen. Insofern mussten wir da auch relativ viel improvisieren. Ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben in den letzten 1,5 Jahren, ist, dass wir die Rennbahn wieder mehr geöffnet haben für die Leute, dass wir versucht haben, wirklich in der Region wieder verankert zu sein, durch sehr viele lokale Partner, die wir gefunden haben zwischen Rastatt und Baden-Baden-Bühl. Das gilt sowohl für Dienstleister als natürlich auch für Sponsoren. Und wir haben auch versucht, auf der Rennbahn selber den Besuchern einige Neuigkeiten zu bieten. Wir haben diesen Beach-Bereich beispielsweise neu eröffnet, wo wir eine sehr gemütliche Atmosphäre geschaffen haben, glaube ich, mit einer sehr gechillten Location, bei denen die Kinder integriert werden können. Und wir haben letztes Jahr das neue Café am Führing eröffnet. Und ja, wir versuchen das so ein bisschen wieder etwas volkstümlicher zu gestalten. Natürlich ist es weiterhin auch ein Event der High Society, ganz klar. Aber es ist eben unser Ansatz, dass sich jeder Für alle, wohlfühlen, dass ja, sich dass jeder jeder anspricht. Ne? wohlfühlen soll, egal wo er herkommt und wie er sich da jetzt auf der Rennbahn aufhalten wird. Gerade stelle ich mir gerade schwer vor, wenn man wirklich in der heißen oder noch heißen Corona-Phase wirklich was Neues übernimmt, dass man da nicht wirklich groß weitsichtig planen kann. Ne? Ja, das war auch schwierig und wir haben wirklich auch großes Glück gehabt und sind sehr froh, dass die meisten Partner mit an Bord geblieben sind. Denn es ist ja auch so gewesen, wir haben viele Unternehmen, die da mit 100, 200 Leuten Veranstaltungen Ja. machen, deswegen ja die Rennbahn auch so schätzen, weil man mit so einer großen Gruppe auch den ganzen Tag da verbringen kann. Das war natürlich auch alles in der Planung für die sehr schwierig und sehr kurzfristig. Insofern ja, es war schon auch ein Abenteuer und es ist weiterhin ein Abenteuer. Aber ja, jetzt hoffen wir, dass wir das zumindest überstanden haben. Die Herausforderungen werden nicht weniger, aber zumindest Corona ist im Moment ja zum Glück kein Thema mehr. Wer gehört denn alles zu der Gesellschaft Baden Galopp? Ich meine, das ist ja nicht nur du als Nee. Spitze, sondern da muss natürlich immer einiges an Leute geben, gerade auch natürlich auch Investoren oder auch Ja. finanzstarke Leute. Aber wer Ja. gehört denn da alles so grob dazu? Entstanden ist das Ganze eigentlich durch eine Initiative in Iffezheim selber, die der Peter Werler, der ehemalige Bürgermeister, der Martin Kronimus, der Klaus Ollenberger von der BBAG, der Herr Simon, der Herr Jensen, ein paar örtliche Unternehmer ins Leben gerufen haben, die gesagt haben, es muss weitergehen in Iffezheim, keine Frage, der deutsche Galopprennsport ohne Iffezheim absolut undenkbar. Wir wollen regional das wieder verankern und so kam dann
der Peter Gaul, mein Freund, und ich ins Spiel, weil wir halt in Mannheim schon sehr viele Jahre ehrenamtlich die Rennbahn betreiben und wir immer gesagt haben, Nordbaden, Mittelbaden, Südbaden, wir sind alle Badener, das gehört irgendwie zusammen. Ja. Und haben dann eben uns überlegt, wie es kann das von der Struktur her aussehen. Und Gesellschafter, also Mehrheitsgesellschafter sind der Peter Gaul und ich. Und dann gibt es eben noch ein paar Gesellschafter, dazu gehört die Auktionsgesellschaft, dazu gehören die Investoren der Trainingszentrale, Herr Jensen und Herr Simon. Dazu gehören noch ein paar Einzelpersonen, die so aus dem Umfeld von Peter Gaul gekommen sind. Und der Förderverein, den es ja auch noch gibt, der uns dabei unterstützt, diese Renntage zu finanzieren, die haben auch einen Teil an dieser Gesellschaft. Das ist so die Gesellschafterstruktur. Mhm. Operativ sieht es ein bisschen anders aus. Da ist das Team anders aufgestellt. Das heißt, die Gesellschafter haben natürlich eine Kontrollfunktion und haben auch bei bestimmten Dingen ganz klar ein Mitspracherecht. Aber jetzt das Tagesgeschäft läuft natürlich außerhalb der Gesellschaft. Und wie viele Mitarbeiter sind jetzt gerade bei euch oder bei dir angestellt, die jetzt, sag ich, für das Tagesgeschäft ja, zuständig sind? Genau, also das ist dann sozusagen die andere Seite der Medaille. Genau. Wir haben ein Team, das für die Pflege der Anlage zuständig ist, und zwar sowohl für die einzelnen Rennbahnen. Wir haben ja eine Sandbahn fürs Training, eine Grasbahn fürs Training und eine Grasbahn, auf der dann die Rennen stattfinden, plus die ganze Anlage, die auch sehr groß ist. Da haben wir drei Vollzeitmitarbeiter und einen Teilzeitmitarbeiter. Und im Büro haben wir zwei Vollzeitmitarbeiterinnen plus ich und eine Halbtagsmitarbeiterin, die im Wesentlichen zu dem Bereich Ticketing verantwortet. Das ist also ein relativ kleines Team. Wir verstärken uns dann um die Meetings mit Aushilfen, klar, weil das natürlich mit diesem Personalstamm gar nicht zu bewältigen wäre. Das heißt, wir haben dann Leute, die sowohl bei der Pflege der Anlage helfen, die dann vor den Meetings die Hecken schneiden, die alles wieder auf Vordermann bringen, auch mal mit Pinsel an einer anderen Stelle Farbe aufbringen. Und meistens ist es so, dass wir uns im Büro dann verstärken mit Praktikanten oder Praktikantinnen. Meine Frau, die kommt dann auch mit her und arbeitet mit, ehrenamtlich allerdings. Und an den Renntagen haben wir natürlich dann so 300 Leute im Einsatz, die aber nur für die Renntage dann speziell eingesetzt werden. Aber das Kernteam ist relativ klein. Okay. Ja. Wie lässt sich denn so eine Rennbahn wirtschaftlich betreiben, beziehungsweise wie generiert man da Geld? Klar, hauptsächlich auch natürlich an den Renntagen, ja, Eintrittsgelder oder auch Anmietungen, wie vielleicht auch Hochzeiten oder externe, ja, Veranstaltungen, wie jetzt klar Diga und Winterzauber, was alles gibt, genau, aber was macht denn der Umsatz einer Rennbahn? Weil ich meine, wenn man jetzt so sich nicht wirklich auskennt, dann denkt man, okay, da ist vielleicht bloß ein paar Tage im Jahr was los, aber es ist ja eigentlich nicht so. Nee, das ist eigentlich nicht so. Also es ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns auch täglich beschäftigen, wie finanziert man diese Rennbahn? Also zum einen haben wir natürlich einen Trainingsbetrieb, das heißt, es werden jeden Tag, im Moment sind es glaube ich so knapp 170 Pferde, die da trainiert werden. Dafür haben wir diese Sandbahn für die Trainingszwecke und auch die Grasbahn. Und die Besitzer der Pferde, die da trainiert werden, zahlen eine Trainingsgebühr an uns. Das ist also ein wichtiger Bestandteil auch der Finanzierung, und das ist eigentlich das, was jeden Tag auf der Rennbahn stattfindet. Also immer vormittags ist Training. Und dann gibt es natürlich verschiedene Bausteine der Finanzierung. Dadurch, habe ich es vorhin schon mal angedeutet, dass wir Pferdezuchtleistungsprüfungen veranstalten, die auch gesetzlich vorgeschrieben sind, haben wir im Gegenzug vom Staat die Möglichkeit bekommen, Wetten anzunehmen auf unsere Veranstaltung. Und früher war es tatsächlich so, zu den goldenen Zeiten, dass man allein mit dem, was von den Wettumsätzen übrig geblieben ist, eigentlich die ganze Rennbahn betreiben konnte. Okay, verrückt. Also Ende der 90er Jahre, also lagen die Wettumsätze nur in Iffezheim bei ungefähr 25 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, 20% davon, 5 Millionen Ertrag. Wow. Heutzutage kalkulieren wir im Jahr mit vielleicht 5 Millionen Euro Umsatz, also 1 Million Ertrag. Und diese 4 Millionen, die fehlen uns, die hätte ich gerne. Ja. Woran liegt das? Naja, das liegt natürlich daran, dass es damals noch keine Sportwette gab. Es gab noch kein Internet. Das heißt, die Leute, die wetten wollten, sind auf die Rennbahn gegangen und haben dort gewettet. So, und heute kann ich natürlich wetten, wie Bayern München gegen Union Berlin spielt, und sitze dann vor meinem Rechner und wette dann meine 5 Euro. Kannst bei vielen Anbietern machen. Bei vielen Anbietern. Auch die Pferdewette hat sich sehr stark ins Internet verlagert. Auch da gibt es natürlich Anbieter, die online die Wetten anbieten. Und deswegen ist da leider, für uns Rennvereine leider, der Sinn, der mal ursprünglich das Ganze getragen hat, nämlich mit den Wetten das zu finanzieren, den gibt es halt nicht mehr. Mhm. Und seitdem versucht man über Sponsoring, über Eintrittsgelder, über Hospitality,
an den Renntagen das ein bisschen aufzufangen und eben auch dadurch, dass man außerhalb der Renntage die Anlage vermarktet. Du hast schon gesagt, die DIGA, die Gartenmesse, der Winterzauberrummel, der jetzt 4 Wochen da war. Wir haben aber auch Firmenveranstaltungen, weil wir halt das große Glück haben da draußen, dass wir im Prinzip von Veranstaltungen mit 50 Personen bis zu 20.000 Personen, Hochzeiten zum Beispiel. Hochzeiten. Es gab ja auch schon in der Vergangenheit große Konzertveranstaltungen auf der Rennbahn. David Garrett, Kiss war mal da, ich erinnere mich. Ja. Ja. Elton John. Also diese Anlage lässt sich wirklich vielfältig nutzen und das müssen wir auch tun, weil wir eben alleine mit den Renntagen sonst finanziell nicht über die Runden kämen. Ja. Wie wichtig ist denn gerade die Rennbahn für die Region? Ich meine, du hast eben schon angesprochen, du bist ja selber aus Mannheim, aber gerade so, wenn ich mir jetzt angucke, Iffezheim, Rastatt, Baden-Baden, dazu dieser mittelbadische Raum, ja. Was spielt denn die Rennbahn wirklich so für eine Rolle hier? Also ich muss sagen, ich kenne ja die Rennbahn schon lange. Ich war das erste Mal Ende der 80er Jahre hier. Und es war immer der Traum eines jeden Rennsportfans, wenn die Meetings sind, dann kommt ganz Deutschland, trifft sich dann in Iffezheim. Und es ist auch wirklich so, als ich dann hier angefangen habe und mit vielen Leuten auch geredet habe, es ist einfach auch ein Leuchtturm der Region, das muss man sagen. Mhm. Die ganze Entwicklung der Stadt Baden-Baden hängt ja auch mit der Rennbahn zusammen. Ich meine, damals hat ja der Spielbankbetreiber 1858 diese Rennbahn erbaut, okay. Eben auch als Ergänzung zum Sommerprogramm der Stadt Baden-Baden. Mhm. Und natürlich profitiert die Stadt Baden-Baden, der Landkreis Rastatt, das ganze Umfeld auch von unseren Veranstaltungen. Da gibt es auch Studien darüber, über die Wertschöpfung. Klar. Hotels, Gastronomie, Einzelhandel, das sind natürlich alles Sachen, die da auch mit unseren Besuchern Geld verdienen. Das ist auch gut so. Und deswegen hat die Rennbahn hier schon eine überragende Bedeutung, eine viel größere Bedeutung in meinen Augen als andere Rennbahnen in anderen Städten, wo jetzt meinetwegen auch das Umfeld zwar größer ist, aber die Bedeutung der Rennbahn entsprechend klein. Okay. Wie wichtig ist denn auch so, gerade du hast schon gesagt, für Baden-Baden, aber so ein Zusatzevent wie jetzt zum Beispiel Kurpark-Meeting, da ist ja auch immer sehr, sehr viel los. Ja. Rund ums Casino, in der Konzertmuschel, da ist ja wirklich, Also natürlich ist in Baden-Baden viel geboten, auch wenn man die Größe der Stadt in Relation setzt zu dem Angebot, ist natürlich schon viel. Aber ich glaube schon, dass die Renntage da auch schon ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil diese Konstellation, die hat man eben nicht, dass man auf so einer großen Anlage dann auch die Pferde, die Rennen, das Wetten, die ganze Atmosphäre da draußen. Und es ist ja schon so, dass häufig die Besucher auch dann, wenn sie tagsüber auf der Rennbahn waren, natürlich abends dann noch in Baden-Baden unterwegs sind, natürlich. Ob jetzt im Casino oder in den Restaurants oder auch in Rastatt. Deswegen glaube ich, das ergänzt sich ganz gut. Und wir haben ja auch während des Meetings nicht jeden Tag Rennen, sondern zwischendrin immer freie Tage, die Leute dann auch nutzen können. Die sind auch da und überall wird dann immer Geld umgesetzt. Genau, überall ganz wird richtig, Geld umgesetzt. Also deswegen, ich glaube, die Strahlkraft der Rennbahn für den deutschen Galopprennsport ist eigentlich kaum abschätzbar. Ich sage immer, das ist wie Fußball-Bundesliga ohne Bayern München, also ohne die Galopprennbahn in Iffezheim. Mhm. Glaube ich, würde der deutsche Galopprennsport nicht mehr existieren oder nicht existieren können. Aber auch die Bedeutung in der Region ist, glaube ich, schon nicht zu unterschätzen. Ja. Was fallen für dich gerade an so einem Renntag oder gerade in der großen Woche oder egal was fallen da für dich so für Aufgaben an? Ich meine, du hast ja alles oder ihr als Team habt alles gut vorbereitet. Klar muss man natürlich präsent sein, gerade als Kapo, als oberster Chef und viel mit den Leuten schwätzen und Händeschütteln, klar, aber was fallen denn da so für Aufgaben für dich an? Ja, also es ist schon tatsächlich so, am Renntag selber geht es eigentlich morgens um 7:30 los, dann gehe ich ins Büro, weil morgens zwischen 8 und 9 werden verschiedene Aufgaben auf der Rennbahn erledigt. Zum Beispiel messen wir jeden Morgen den Zustand des Bodens, weil je nachdem, ob der Boden weich ist oder fester ist, ist es für manche Pferde besser, für manche weniger gut, weil okay. Die unterschiedliche Vorlieben haben. Und deswegen wird morgens von der Kollegin der Boden gemessen. Diesen Wert, den geben wir dann ein. Mhm. Und dann rufen relativ viele Leute an, fragen die Werte ab. Okay. Die Trainer melden irgendwelche Veränderungen, wenn ein Pferd nicht laufen kann, wenn sich ein Jockey verletzt hat und muss ausgetauscht werden. Das passiert so bis um 8:45, dann wird das Ganze veröffentlicht, damit das auch überall für die Wetter entsprechend ersichtlich ist und auch für die Aktiven. Mhm. Und dann gibt es, je nachdem, wann der Renntag losgeht, meistens öffnen wir um 12, nochmal so eine kurze Phase zwischen 10 und 12, die ich persönlich immer nutze, um nochmal so einen Rennbahnrundgang zu machen. Mhm. Ich gucke nochmal an, man findet immer nochmal irgendwas, irgendwo fehlt ein Monitor oder ja, es liegt noch irgendwas rum. Ich spreche auch viel dann mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was da noch so anliegt.
Und dann um 12 öffnen sich die Tore und dann ist eigentlich der ganze Tag für mich immer relativ schnell vorbei, weil man mit vielen Leuten spricht, ob das aktiv sind, Sponsoren betreut. Genau, also wir machen das immer so. Wenn wir jetzt 9 Rennen haben an einem Tag, dann setzen wir uns vorher zusammen und jedes Rennen hat ja einen Partner und der wird dann von einem aus unserem Team betreut. Und damit ist man dann eigentlich immer so eine halbe Stunde beschäftigt. Wenn man die am Platz abholt, dann guckt man mit denen das Rennen zusammen an, geht mit denen zur Siegerehrung, bringt sie wieder zurück an den Platz. Und wenn man da jetzt bei 9 Rennen, bin ich dann meistens 3-mal dran und dann ist der Tag eigentlich fast schon rum. Also abends habe ich dann immer so, weiß ich nicht, 10 bis 15 Kilometer hinter mir, also bin auch mein eigenes Rennen gelaufen. Ja, klar. Bin dann entsprechend kaputt. Man merkt das am Tag nicht so, weil ja immer irgendwas passiert. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich schon mal Dinge, die auch nicht bei so einer großen Veranstaltung nicht vorhersehbar sind, wo man dann kurzfristig reagieren muss. Mhm. Genau, das ist halt auch. Kommen immer noch so viele, ich meine, du hast eben schon gesagt, es wird immer so viel Geld umgesetzt, gerade weil sich das Wettverhalten generell verändert hat. Aber man hat ja immer mitgekriegt, dass immer sehr viele, du hast ja schon gesagt, High Society, aber kommen immer noch so viele schöne, reiche, prominente zu so Events oder hat sich das ein bisschen geändert? Also, schön sind die Leute immer noch, finde ich. Schön natürlich, klar. Mit der Hüte für alle Dinge. Genau, genau. Nein, es ist schon noch ein High-Society-Event, klar. Mhm. Also es ist immer die Frage, es gab auch durchaus mal Veranstaltungen vor unserer Zeit, bei denen Prominente bezahlt worden sind, damit sie kommen. Das ist jetzt immer die Frage, lohnt sich es für einen Veranstalter, wenn dann jemand, den viele Leute kennen, auf der Rennbahn ist? Wir sagen, naja, es muss halt irgendwie auch einen Bezug zum Rennsport haben. Ja? Nur, dass jetzt, keine Ahnung, die Frau Katzenberger einmal da ist und dann aber nie wieder, so kriege ich keine Rennsportfans. Wir wollen ja den Leuten sagen, hey, kommt zu uns, wir haben eine tolle Veranstaltung und kommt nicht nur einmal, sondern kommt halt ein paar Mal. Deswegen haben wir halt eine andere Strategie. Mhm. Aber natürlich haben wir immer mal Leute, die rennsportaffin sind und auch prominent, die teilweise dann aber nicht unbedingt das an die große Glocke gehängt haben wollen. Die sind privat da. Genau, die sind privat da und diese Privatsphäre respektieren wir auch. Ja. Natürlich könnten wir Werbung machen, wenn Herr oder Frau XY sich ankündigt und sagt, der kommt. Bei manchen geht es auch. Harald Glöckler war mal da vorletztes Jahr und der hatte das auch. Da konnten wir es ein bisschen vermarkten. Aber im Grunde ist das nicht unser Fokus. Unser Fokus ist tatsächlich der Pferdesport. Der Pferdesport, genau. Und dass die Leute, die dazu Lust haben, sich auch wirklich mal schick machen können. Mhm. Ja, und wie viele Gelegenheiten gibt es, wo man tatsächlich auch als Frau mal den großen Hut auspacken kann, ohne dass man irgendwie komisch angeschaut wird? Ja. Gibt es nicht so viele. Genau, gibt es nicht so viele. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir wahnsinnig viel junges Publikum haben. Mhm. Also auch wirklich junge Leute zwischen 20 und Mitte 30, die sich da schick machen und auch in Gruppen auf die Rennbahn gehen, um da einfach einen entspannten Tag zu erleben. Das ist halt unser Ziel. Ja. Du hast eben schon gesagt gehabt, der deutsche Pferderennsport wäre ohne Iffezheim nicht denkbar. Mhm. Wie kann man denn die, wenn man sich jetzt nicht wirklich mit Pferderennen auskennt, wie ist denn die Rennbahn einzuordnen? Sei mal Deutschland oder europaweit? Ja, weit oben im Mittelfeld oder wie kann man das sehen? Also deutschlandweit ist es sicherlich so, dass Iffezheim die Nummer 1 Rennbahn in Deutschland ist. Sogar die Nummer 1 in Deutschland. Und das ist sowohl bezogen auf die Wettumsätze als auch bezogen auf die Rennen und auf die Rennpreise. Also wir haben ca. 25% des Gesamtmarkts in Deutschland, sowohl was die Rennpreise angeht, als auch was die Wettumsätze angeht. Also von daher wäre das schon ein großes Problem, wenn Iffezheim nicht mehr veranstaltet. Mhm. Europaweit ist es so, dass es eine Handvoll Rennbahnen gibt, die einen gewissen Ruf haben. Dazu gehört Ascot in England, dazu gehört Longchamp in Frankreich, also Paris-Longchamp in Frankreich. Dazu gehört sicherlich, oder gehörte auch mal vielleicht Rom, als Italien noch größer war im Rennsport. Aber ich würde sagen, zu den Top-10-Rennbahnen in Europa gehört Iffezheim auf alle Fälle. Auch was die Bedeutung der Rennen angeht und auch was die sportliche Wertigkeit angeht. Ja, das da ist man schon auch stolz darauf. Absolut. Also es ist für mich ein absolute Herzensangelegenheit, auch ein Traumprojekt und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal die Chance habe, diese Rennbahn zu leiten oder zu führen und es ist immer wieder für mich jedes Mal aufs Neue faszinierend, wenn man sich die Tradition überlegt, wie lange es diese Rennbahn schon gibt und auch die Faszination der Pferde einfach. Ja, es sind wunderschöne Tiere und ja, ich reite selber, für einen Jockey bin ich leider ein bisschen zu groß geraten, aber zumindest im Training reite ich selber und ja, das packt mich immer wieder aufs Neue. Mhm. Wenn man jetzt, da kann man bestimmt auch Stunden drüber sprechen, aber kann man irgendwie grob sagen, wie so eine Pferdewette funktioniert?
Eigentlich gar nicht so schwierig. Also man wettet, wer gewinnt, und wenn er gewonnen hat, dann hat man, oder sie, das Pferd, hat man auch gewonnen. Es gibt verschiedene Wettarten. Es gibt einmal die Siegwette, da muss man eben den Sieger treffen. Dann gibt es die Platzwette, da reicht es, wenn man einen oder den ersten Dreien hat. Da ist die Quote natürlich auch entsprechend niedriger. Dann gibt es die Zweierwette, die Dreierwette und die Viererwette. Wie der Name schon sagt, muss man bei der Zweierwette die ersten beiden, bei der Dreierwette die ersten drei, bei der Viererwette die ersten vier treffen. Und das ist schon das ganze Geheimnis eigentlich. Und je nachdem, wie schwierig es ist, umso mehr Geld kann man halt theoretisch gewinnen. Ja. Ja, also wir hatten letztes Jahr einmal jemand, der hat in der Viererwette für 3 Euro Einsatz 80.000 Euro gewonnen. Wow. Das ist natürlich ein bisschen wie ein Lottogewinn, vor allem, weil der überhaupt keine Ahnung hatte, was er da überhaupt tut. Da hat er irgendwas angekreuzt. Genau, da hat er irgendwas angekreuzt. Denn wenn man sich ein bisschen auskennt oder glaubt, sich auskennt, hätte man es nie so gemacht. Hätte man Favoriten gewettet, ja, und natürlich, wenn die Favoriten vorne sind, dann ist die Quote geringer, weil bei uns ist das wie beim Lotto, also es wird alles in einen Topf geschmissen und je nachdem, wie viele gewinnen, wird die Quote eben besser oder schlechter sein. Und wenn ein Außenseiter gewinnt, haben natürlich viel weniger dieses Pferd gewettet und dementsprechend höher ist die Quote. Also so ein Ding abzuschießen geht eigentlich nur, wenn man keine Ahnung hat. Gibt's auch. Ja, gibt's auch. Du hast eben schon gesagt, du hast selber auch ein Pferd. Bist du auch selber dann richtig im Rennsport aktiv oder erzähl mal da ein bisschen was? Also ich habe einen Trainerschein. Also ich trainiere seit 25 Jahren meine Rennpferde selber. Fürs Rennen, wie gesagt, bin ich jetzt 20 cm zu groß oder 30, na, 20 cm zu groß. Das heißt, fürs Rennen buche ich dann einen Jockey, der diese Pferde dann in den Rennen reitet. Ich habe im Moment ein Pferd, der ist jetzt 10 geworden dieses Jahr. Das ist für ein Rennpferd schon ein Alter, wo man über die Rente nachdenken kann. Und er war jetzt auch die letzten Rennen nicht mehr so hundertprozentig motiviert. Deswegen ist er jetzt in Rente gegangen. Ich reite ihn am Wochenende meistens ein bisschen spazieren und sonst steht er viel auf der Koppel und genießt sein Leben. Aber ich bin im Prinzip über diese aktiven Schiene eigentlich in die Organisation des Rennsports gekommen, weil ich über die Reiterei mehr oder weniger zufällig dann in Mannheim im Rennverein gelandet bin. Und so fing das dann quasi an. Wie trainiert man denn so ein Rennpferd des Hochleistungs? Ergebnisse liefern sollte. Ja, es ist ein Hochleistungssportler, gar keine Frage. Deswegen eigentlich, wenn sie voll im Training sind, bis auf einen Tag, wo sie mal nichts machen, jeden Tag trainiert. In der Regel so 1 bis 1,5 Stunden, das reine Training. Das beginnt mit einer Aufwärmphase. Also erstmal beginnt es damit, das Pferd zu putzen, weil das Pferd muss schön sauber sein. Dann beginnt es mit einer Aufwärmphase, wo man so 10, 15 Minuten Schritt und Trab reitet. Die eigentliche Galopparbeit ist gar nicht so viel. Es sind vielleicht 5 Minuten, wo man die Pferde auch eher ruhig und langsam galoppiert. Das Problem mit den Rennpferden ist, dass die von sich aus meistens viel schneller wollen, als sie eigentlich sollen, weil ihre Leistung sollen sie ja dann im Rennen abrufen und nicht im Training. Und anders als wir Menschen muss man die eher bremsen im Training, weil sie sonst von sich aus viel zu viel Gas geben würden. Okay. Das heißt, die Hauptaufgabe im Training ist eigentlich, den Ehrgeiz dieser Pferde zu zügeln. Schnell rennen müssen die von alleine. Also ein Pferd, das nicht schnell ist, mache ich mit einem Training auch nicht schneller. Ich muss Kondition natürlich trainieren mit dem Pferd, das ist ganz klar. Aber die Grundschnelligkeit, die müssen die einfach haben. Und deswegen, von Grund auf. Deswegen sind die ja so gezüchtet. Das ist ja eine reine Inzucht. Seit 200 Jahren werden diese Rennpferde nur auf Schnelligkeit gezüchtet. Und das ist einfach in den Genen drin. So, und dann hat man, wenn man ein junges Pferd kauft, Glück und hat ein schnelles Pferd. Oder man hat nicht so viel Glück und hat ein etwas langsameres Pferd. Du warst schon lange Präsident vom Badischen Rennverein. Was war denn da deine Aufgabe? Naja, im Prinzip so ähnlich wie in Iffezheim, nur dass ich das halt ehrenamtlich gemacht habe oder mache. Wir sind dann ein dreiköpfiges Präsidium, verteilen das ein bisschen auf die Schultern aller. Und meine Frau, die macht da halbtags sozusagen die Organisation. Jetzt hat Mannheim natürlich nur 4 oder 5 Renntage im Jahr und auch übers Jahr verteilt. Also nicht so Meetingscharakter wie in Iffezheim. Und deswegen geht es alles. Aber im Prinzip vom Sponsoring über Rennbahnpflege. Wir haben auch eine Trainingszentrale in Mannheim, nur eben nicht mit 170 Pferden, sondern mit 20 oder 25 Pferden. Also es ist alles im Grunde zwei Nummern kleiner. Genau, aber das Prinzip ist dasselbe. Also wir haben die Sponsoren, das Wettgeschäft, die Zuschauer, Hospitality, Drittveranstaltungen, das kann man alles 1:1 übertragen. Naja, sagen wir 1:10 übertragen ist vielleicht besser. Anderes Verhältnis. Aber genau, das Verhältnis ist anders. Aber ansonsten, der Sport ist der gleiche und deswegen konnte ich da viel Erfahrung, die ich in Mannheim gesammelt habe, hier einbringen. Natürlich lernt man immer dazu, jeden Tag lernt man dazu, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Du warst oder bist hauptberuflich Anwalt. Ist natürlich auch mal sehr von Vorteil, gerade wenn man eine Geschäftsführer ist. Aber wie hilft dir das weiter im Alltag? Und bist du selber noch als Anwalt tätig oder machst du das
gar nicht mehr so dieses Anwaltsgeschäft, was du eigentlich gelernt hast. Ja, habe ich eigentlich gelernt. Nee, ich bin noch als Anwalt tätig. Tatsächlich, natürlich habe ich das sehr Ja. zurückgefahren. Na klar. Aber also ich meine, es ist ja ein Beruf, für den ich lange studiert habe und auch den ich jetzt seit über 30 Jahren ausübe. Den wollte ich jetzt auch nicht so einfach aufgeben. Und ich habe auch Mandanten, die ich sehr lange schon betreue und die auch wissen, was ich sonst so treibe. Ja. Bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und für Erbrecht. Das sind ja auch die einzigen beiden Rechtsgebiete, die ich mache. Insofern habe ich mich da sehr stark spezialisiert und das mache ich in diesem Rahmen, wie ich es jetzt mache, auch weiter. Ja, es ist von Vorteil sicher. Also es ist so eine juristische Grundausbildung, ist im Leben nie Immer verkehrt. gut, ja. Erbrecht hilft mir jetzt im Rennsport nicht so viel. Arbeitsrecht natürlich klar, wenn es jetzt um Ja, Arbeitsverträge ja, geht und ja. solche Geschichten, ist das jetzt nicht ganz, ganz schlecht, sich da ein bisschen auszukennen. Ja, wobei, also wir zum Glück, toi toi toi, oder ich so viel Glück habe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir da wenig Rechtliches brauchen. Ist Das ist ganz gut. mehr, läuft mehr auf zwischenmenschlicher Ebene. Wie ich finde es gerade, wenn man so viel mit Pferdesport zu tun hat oder eine Rennbahn betreibt, hat man da öfters auch Probleme mit irgendwie Tierschützern oder sowas? Oder ist das, hält sich das in Grenzen? Na, die Diskussion gibt es natürlich, denn in dem Moment, wo du einen Sport machst mit Tieren, hast du natürlich immer die Verantwortung auch für das Tier. Ja? Ganz Und klar. da muss man jedes Mal neu entscheiden, was kann man dem Pferd zumuten in dem Fall oder was nicht. Und deswegen gehen wir da auch keine Diskussion aus dem Weg. Es ist aber nun mal so, dass der Mensch und das Pferd eine lange Geschichte gemeinsam haben. Die ganze Menschheitsgeschichte wäre ohne Reiterei und ohne Pferd nicht denkbar. Und wir haben heutzutage nur sehr wenig Einsatzmöglichkeiten für Pferde. Polizeipferde, manche arbeiten noch irgendwie im Schwarzwald oben und ziehen Baumstämme. Zum Glück Klar. brauchen wir sie nicht mehr für den Krieg. Sie müssen nicht mehr schwer auf dem Feld arbeiten, bis zur Erschöpfung, wie das früher ja der Fall war. Wenn wir also den Partnerpferd bewahren wollen, dann müssen wir ihn entweder als Freizeit- oder als Sportpartner mitnehmen und akzeptieren. Und also meine Erfahrung ist, dass die Pferde einem sehr genau sagen, worauf sie Lust haben, worauf sie keine Lust haben. Also gerade mein Pferd, wenn der keinen Bock hatte, dann konnte ich da im Grunde machen, was ich will. Wir tun natürlich alles dafür, die Gefahren für Pferde und Reiter auch im Rennen zu minimieren. Das ist ja gar keine Frage. Und der Tierschutz oder das Tierwohl steht für uns an oberster Stelle. Denn ohne die Pferde gäbe es auch keine Pferderennen. Und Klar. es wäre ziemlich dämlich, diese Tiere nicht gut zu behandeln, wenn wir auf der anderen Seite wollen, dass sie mit Leistung uns bringe. Leistung bringen. Ja, also es ist eigentlich vom Ansatz her schon notwendig, die Tiere wirklich pfleglich zu behandeln. Und es ist ja auch nicht so, das wissen ja auch viele nicht, so ein Rennpferd. Der läuft vielleicht 6, 7, 8 Rennen im Jahr, ja, und nicht irgendwie jedes Wochenende. Das Ja. ist eine anstrengende Geschichte, so ein Pferderennen, gar Ja, keine ja. Frage. Und die brauchen dann auch eine gewisse Regenerationsphase. Und die Aufgabe des Trainers ist eigentlich, die Pferde gesund und bei Laune zu halten. Und die meisten Rennpferde, wenn ihre Karriere beendet ist, werden die irgendwo Freizeitpferd und haben ein schönes Leben oder gehen in die Zucht, was ja im Grunde durch diese Die Gene Zuchtleistungsprüfung dann? auch der Sinn ist. Genau. Was sind denn so die Pläne, die Zukunftspläne der Rennbahn? Ich meine, du hast ja auch schon angesprochen gehabt, klar, einiges an externe Veranstaltungen, Ja. die auch schon da waren, sei es jetzt der Wind, der Zauber, die Diga, die es schon lange gibt. Ja. Jetzt war ja auch im vergangenen Sommer viele Konzerte, Mallorca-Party, alles Ja. Mögliche da. Wie ist denn die, ja, was habt ihr denn geplant so für die Zukunft? Ja, also im Prinzip, also wir werden es bei den Renntagen, wir haben jetzt 10 Renntage im Jahr, vielleicht werden es auch, also letztes Jahr waren es einmal 11, weil wir im Dezember noch einen ausprobiert haben, vielleicht werden es auch mal 12 sein, aber das wird viel mehr. Gibt das nicht her, weil wir auch wieder eine gewisse Zeit brauchen, um das Geläuf zum Beispiel wieder herzurichten, das ja durch die Pferde natürlich beansprucht wird. Deswegen das Programm wird so in dem Rahmen bleiben. Bei Drittveranstaltungen sind wir ja in der Regel nur Vermieter der Anlage. Da muss man ein bisschen gucken, was kommt da an Angeboten. Wir haben jetzt eine Ja. Anfrage wieder für ein größeres Konzert 2024, aber das weiß man dann, das kann man ein bisschen schlechter planen. Möglicherweise werden wir irgendwann auch mal selber überlegen, als Veranstalter aufzutreten. Für solche Drittveranstaltungen ist, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, Weil weil. man Geld verdienen kann, Genau, Geld generieren kann, genau. ganz Und weil wir die klar. Infrastruktur ja haben, ja. Und deswegen wäre es durchaus denkbar, dass wir uns in der Richtung vielleicht noch ein bisschen nach vorne entwickeln in den nächsten Jahren. Wir kommen schon zum Ende. Eine Frage, die ich immer jedem Gast stelle: Was ist für dich Heimat? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. An mich besonders, weil mein Vater war Berufssoldat. Wir sind sehr oft umgezogen, als ich ein Kind war. Also da, wo ich geboren bin, da habe ich nicht lange gelebt und auch da, wo ich zur Schule gegangen bin. Heimat ist für mich eigentlich das Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem ich mich wohlfühle. Das ist auf jeden Fall die Rennbahn und mit Menschen und Tieren, mit denen ich eben einfach gerne zusammen bin. Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß und natürlich auch Erfolg. Ist ja auch ganz wichtig bei so einem Projekt Klar. mit sehr viel Geld dahinter. Schön, dass du da warst bei uns, bei Was ist los? Geht auf jeden Fall mal vorbei. Auf der Rennbahn ist echt ja, ein tolles Erlebnis, gerade wenn es noch tolles Wetter ist. Absolut, ja, das muss natürlich gehört dazu. Das Markus, vielen war Dank. Stefan Buchner von Baden Galopp. Dankeschön. Ciao. Alles Gute.